Hi Leute, das ist Sanu hier. The Division 2 hat mit dem Jahr 6 und der Season 1 ein neues Gearset bekommen. Und das Gearset ist spezialisiert auf Gewehre. Wer also Bock hat auf Gewehre, der sollte definitiv mal einen Blick auf das Gearset werfen, weil es wirklich Laune macht und sich tatsächlich mit jedem Gewehr spielen lässt. Ne? Also da, um das vorwegzunehmen, ich zeige euch gleich ein Gameplay mit einem ganz bestimmten Gewehr. Und das ist die Ravenous. Und die flippt mit dem Bild besonders aus. Beziehungsweise hebelt die Mechanik ein bisschen aus von dem Gearset. Bisschen strange. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir gerne ein Abo, Like da. Schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gewehrbild. Thank you.
Verschleißgrenze ist das neue Gearset in der Season 1 im Jahr 6. Und das Ganze soll uns Gewehre ein bisschen näher bringen. Beziehungsweise, ja, wieder zurückbringen. Weil Gewehre waren ein großer Bestandteil von The Division 2. Besonders am Anfang. In den Raids wurde es oft genutzt. Im klassischen Damage-Build quasi wurde es immer benutzt. Eine schöne M1A Classic mit Boomerang oder eine M1 CQB, die ich auch sehr, sehr abfeiere. Es war sehr, sehr cool. Und dann haben halt andere Builds übernommen und es wurde seltener gespielt, obwohl das Build immer noch sehr, sehr stark ist. Ne? Aber jetzt, wie gesagt, haben wir ein neues G-Set bekommen. Und dazu habe ich euch ein Build gebaut, ein recht klassisches Build. Es lassen sich noch so einige Varianten mit basteln, definitiv. Das ist aber so eine Sache hier, wo ich sage, ja, das ist recht schnell zu erfahren, macht Spaß und ist absolut flexibel, was die Gewehrwaffenwahl angeht. Ihr seht schon hier und habt im Gameplay gesehen, ne? Ich möchte euch das nur verdeutlichen, wie viel Spaß die Revenus in dem Bild macht. Die Revenus ist ein exotisches Gewehr. Ihr seht hier eine der Exo-Waffen, an die man am schwersten rankommt, weil man sie nur bekommt im Raid. Ja, Operation Stahlross, dort kann man sie am Ende aus der Kiste ziehen oder halt mit einer 1% Chance pro Encounter im Raid bekommen, ähnlich der Adlerträger in der Operation Dunkle Stunden in dem Raid und auch mit einer Chance von unter 1% in der Dark Zone zu finden. Die Revenus und die Adlerträger gibt es auch in der Dark Zone mittlerweile. So, dieses Ding ist sehr speziell zu spielen. Und ich fand immer so, der hat immer ein bisschen was gefehlt. Die war in bestimmten Momenten, so ganz speziellen Momenten, besonders im zweiten Raid, war sie echt zu gebrauchen, um zu unterbrechen und so durch ihr Talent. Darauf gehen wir gleich mal ein. Aber war nie irgendwie so, wo ich dachte, komm, kannst du öfter mal auspacken. In dem Bild hier, in dem Gearset, ist es sogar, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Wahrscheinlich wird es wieder irgendeine Art Fehler sein, weil ich zeige euch gleich unten am Schießstand, was ich genau meine. Auf jeden Fall gehen wir mal auf die Revenus ein. Die hat das Talent Gary und Freki. Einmal abdrücken, beide Läufe werden gleichzeitig abgefeuert. Sehr, sehr geile Waffe, auch optisch. Ihr seht, die hat zwei Läufe, das Ding. Und von der rechten Schulter aus abgefeuert, fügen Treffer offensive Zünderpatronen hinzu. Also ihr könnt ne, fünfmal auf den Gegner ballern, ihr seht die dann am Gegner. Schauen wir auch gleich unten am Schießstand. Von der linken Schulter aus abgefeuert werden defensive Zünderpatronen hinzugefügt. Treffer von einer Schulter bringen alle Zünderpatronen der anderen Schulter zur Explosion. Ne? Also quasi, wenn ihr diese Explosionszünder auf den Gegner draufballert, wechselt dann die Schulter, zielt dann auf den Gegner, dann explodieren die und andersherum bekommt ihr Bonusrüstung. Bei der Explosion fügen offensive Zünderpatronen 100% Waffenschaden zu, während defensive Zünderpatronen 5 Sekunden lang plus 4% Bonusrüstung und 10% höheren Schaden an Rüstungsplatten gewähren. Die primäre Effektivität wird bei 10 Stapeln verdoppelt. Klingt an sich ganz geil, aber der Spielstil drumherum ist nicht für jeden was. Er ist sehr speziell. Das muss man tatsächlich sagen. Und dadurch, dass man mit den vielen Spielern gerne mit dem Schild und man kann da die Seite nicht wechseln, es ist wie es ist. So, auf jeden Fall, ich möchte euch von vornherein sagen, dass es im Prinzip absolut egal ist, welche Spezialisierung ihr wählt. Deswegen habe ich hier, den Techniker. Allein aus dem Grund, im Gameplay bin ich beim zweiten Run mit dem Techniker gelaufen, beim ersten Run nicht. Einfach um es zu verdeutlichen nochmal, ne? Wie gesagt, ihr müsst ihr nicht machen, ist halt eine coole Sache. Das hier, als Zweitwaffe spiele ich ein M1A CQB, für mich mit das beste Gewehr im Spiel. Richtig geil zu spielen, besonders auf nahe und mittlere Distanz. Schießt sehr, sehr schnell, ist sehr, sehr präzise, hat ein geiles Handling und macht gut Damage. Das Ganze natürlich klassisch, ne? Schaden durch ist bei Gewehren immer drauf. Schaden gegen ungedeckte Ziele drauf ist ein No-Brainer. Und dann habe ich in dem Fall, basierend auf der Spezialisierung, dem Techniker, habe ich hier Todeskandidaten draufgewürfelt, weil es einfach die M1A CQB erlaubt ist, dass wir den Laserpointer drauf machen. Der markiert direkt Gegner. Dadurch profitieren wir, wenn wir sie auspacken, direkt von Todeskandidaten. Könnt ihr aber auch halt, wie gesagt, ne, egal was anderes nehmen. So, kommen wir zu dem Gearset an sich. Und ihr seht schon, der Name ist absoluter Schmutz. Verschleißgrenze, ich weiß nicht, wem das einfällt. Auf jeden Fall, pass auf.
Fang an mit dem Rucksack, um euch das Ganze zu verdeutlichen. Zweitgetragene Teile geben 25% Gewehrschaden und 25% Scharfschützengewehrschaden. Drei Teile geben 30% Kopfschussschaden und 15% Waffenhandling, was bei Gewehren eh super ist, generell ein gutes Attribut ist. Und vier Teile gibt das Talent auf den Punkt. Jeder Treffer mit Gewehr oder Scharfschützengewehr gewährt einen Stapel. Die Max-Stapel entsprechen der Magazingröße der Waffe. Beim Nachladen erhalten sie für 10 Sekunden plus 2% Waffenhandling und 4% Waffenschaden. Pro Stapel, solange die Boni aktiv sind, werden keine neuen Stapel gesammelt. Wenn die Zeit abgelaufen ist, wird ihr Magazin aufgefüllt. Wenn sie die Waffe wechseln, während die Boni aktiv sind, endet der Effekt und ihr Magazin wird aufgefüllt. Wenn sie die Waffe wechseln, während keine Boni aktiv sind, werden alle Stapel entfernt und ihr Magazin wird aufgefüllt. Auch das Magazin wird aufgefüllt. So, der Rucksack bringt extra nochmal den Bonus, dass der Waffenschaden von auf den Punkt von 4% auf 6% steigt. Das macht das Ganze, bringt natürlich noch ein bisschen mehr Damage, deswegen ist der Rucksack ein definitiver No-Brainer, was das Set angeht. Die Brust bräuchte man nicht unbedingt, da könnte man, wie gesagt, es ist flexibel, ne? Da kann man gut mit basteln. Weil die Brust erhöht diesen Bonus, der hält 15 Sekunden lang statt 10 Sekunden lang. Meine ist auch nicht so verkehrt, besonders in der Hitze des Gefechts, aber wie gesagt, man könnte hier auch etwas anderes nehmen. So, ihr seht, dass ich die ganzen Sachen auch alle offensiv gerollt habe. Ich habe so geschaut, dass ich mindestens 50% Crit-Chance erreiche. Dabei habt ihr hier, der Rucksack sieht so aus, die Brust hier. Die Handschuhe. Und hier der Holster. Jetzt habe ich in der Variante natürlich die Gebiet des Fuchses Knieschoner mitgenommen. Die spielen uns da super in die Karten, weil wir 10% Gewehrschaden haben. Wir spielen mit Gewehren. Das ist nice. Man könnte natürlich überlegen, dass man eventuell die Dienstleister noch mitnimmt, um noch einen anderen Multiplikator mit dem Rüstungsschaden mit reinzunehmen und spielt dann ohne die Coyote-Maske, die ich noch mit drin habe. Aber die Coyote ist halt super fürs Team. Und gibt die Schrudelinstinkte nochmal Crit Damage und Crit Chance. Ja, aber wie gesagt, alles flexibel einsetzbar. Bin gespannt, was ihr da für Varianten bastelt. So, die Skills, auch vollkommen wurscht, worauf ihr Bock habt und je nachdem, welche Spezie ihr ausgesucht habt. In dem Fall hier Geschütz zum Ablenken, Köder zum Ablenken. So könnt ihr mit dem Gewehr schön auf mittlere Distanz steil gehen. Werfen wir noch einen Blick auf die generellen Werte. So, und dann sind wir hier unten auch schon angekommen und dann zeige ich euch hier erstmal eine Sache. Ne, wir fangen mit der CQB an. So, passt auf, das Gearset funktioniert. Er ballert und unten seht ihr den Buff. Der soll sich eigentlich nur so weit aufbauen, wie man Magazin in der Waffe hat. So. Was hier bei der CQB und den anderen Waffen definitiv zutrifft. Durchs Nachladen bekomme ich jetzt den Buff. Und kann jetzt steil gehen. Und ihr seht, die CQB ist absolut, absolut geil. Die liegt super in der Hand und macht sehr geil Damage. So, nochmal, um es zu verdeutlichen. Wir haben 15 Schuss. Brauchen diese 15 Schuss. Pass auf. Ah, jetzt habe ich einen daneben gesetzt, gell? Ja, ja. Einer fehlt unten, siehst du? So. Nachgeladen und wir bekommen den Buff. Aber jetzt passt mal auf. Wir gehen auf die Ravenous. So. Wir ballern. Wie gesagt, wir haben richtig viel Schuss mit der Ravenous. Guck mal. Ich habe ein bisschen was abgefeuert. Und unten ist bald der Buff voll. Jetzt ist er voll. Ich habe noch 30 Schuss im Magazin. Da scheint es irgendeinen Bug zu geben durch diese Doppelfeuermechanik. Also, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn ich jetzt nachlade, profitieren wir halt von dem Buff. Und dann kommt richtig geil was rum. Es ist echt krass. So, die Zünder. Ihr seht, wir hatten eben über die Revenants gesprochen. Da, das sind die explosiven Zünder. Wenn ich jetzt Schulterwechsel und Draufballer, explodiert's. Zack, und macht nochmal richtig gut Damage. Von der linken Seite
gibt's Bonusrüstung. So. Aber ihr seht, was ich meine. Guckt mal, wie viel Munition wir noch haben und der Buff unten einfach voll ist. Das ist mit keiner anderen Waffe so. Also ich habe keine andere gefunden. Irgendwas stimmt da nicht. Deswegen für alle, die die Revenants haben und bei denen sie an der Wand hängt, holt das Ding mal raus und spielt sie mit dem Set und sagt mir, was ihr denkt darüber. Ja? Ansonsten halt, wie gesagt, wer gerne Gewehre spielt oder das gerne mal ausprobieren möchte, das G-Set lädt dazu ein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und ich sag bis zum nächsten Video, Leute. Macht's gut. Danke euch.